Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe was Besonderes für euch mitgebracht und zwar 7 Tage Celebration. Bedeutet, jeden Tag seht ihr bei mir eine Idee zu einem der Produkte. Ich möchte das Ganze jetzt einmal starten, indem ich euch natürlich auch erstmal zeige, welche Produkte ich mir ausgesucht habe. Dazu schauen wir kurz gemeinsam in die Celebration-Broschüre. Ihr habt schon gesehen, meine erste Idee bezieht sich auf das Stempelset von uns allen. Meine nächste Idee wird sich auf das Stempelset Lovely Lily Pad sowie die Stanzform und das Designerpapier beziehen. Das heißt, wir haben hier eine Idee, haben dann hier eine zweite. Als drittes habe ich ausgewählt das Stempelset zum Geburtstag für dich. Als viertes wird es das besondere Designerpapier Bienengold geben, denn das ist wirklich echt schön und da muss ich euch natürlich was mit zeigen. Als fünftes das Stempelset Liebe Gedanken. Nummer 6 ist dann einmal die blumige Überraschung samt Stanze. Und Nummer 7 ist das Produktpaket Glück und Liebe. Ihr werdet also jeden Tag etwas dazu finden. Das Ganze sind 7 Projekte. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Und bevor ich jetzt loslege mit meinem ersten Projekt, wollte ich euch noch mal kurz alles Wichtige zur Celebration erzählen. Ihr habt die Broschüre ja sicherlich schon von dem Demonstrator eures Vertrauens erhalten, gegebenenfalls auch von mir. Wenn nicht, könnt ihr gerne den Katalog noch anfordern, das ist überhaupt kein Problem. Celebration, wir feiern. Das Ganze geht folgendermaßen. Kaufen Sie beliebige Stampin' Up! Produkte und wählen Sie für je 60 Euro ein Celebration-Gratis-Produkt aus. Nach oben gibt es keine Grenze. Also, das erklärt sich eigentlich von selbst. Kaufst du etwas für 60 Euro, erhältst du eins gratis. Kaufst du etwas für 120, erhältst du zwei. Der Unterschied ist noch, es gibt auch verschiedene Prämiensymbole. Denn wir haben auch gratis bei 120 Euro. Das habt ihr eben gesehen bei den Stanzformen. Die gibt es erst bei 120 Euro gratis. Das sind die wichtigen Infos zur Celebration. Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich hier hinten die letzte Seite habt ihr schon gesehen. Geben Sie eine Partybestellung oder Einzelbestellung im Wert von 375 Euro auf und sichern Sie sich das Stempelset Glückskäfer gratis. Also, wenn du eine Partybestellung machst, also eine Sammelbestellung für bei einer Party oder aber du kommst auch einfach alleine auf die 375 Euro, dann erhältst du dieses Stempelset zusätzlich noch gratis. Und die üblichen Sachen stehen hier unten. Das ist eigentlich das, was man schon kennt. Die Shoppingvorteile ab 200 Euro. Ab 375 gibt es dann auch das gratis Stempelset. Und vergesst nicht, zusätzlich erhaltet ihr natürlich auch eure Celebration-Produkte pro 60 Euro. So, dann ist das Interessanteste eigentlich immer noch das Einsteigen bei Stampin' Up. Denn in der Celebration winken immer noch mehr tolle Sachen. Alles Wichtige findet ihr hier auf den letzten beiden Seiten. Stellen Sie sich für nur 129 Euro Ihr individuelles Starter-Set mit Produkten im Wert von bis zu 175 Euro zusammen. Das ist so wie eigentlich immer. Zusätzlich erhältst du bei der Celebration folgendes gratis dazu. Eine neue Mini-Papierschneidermaschine. Und die habe ich auch schon und die ist echt klasse. Eine Mustersammlung Designerpapier in 6x6 und ein Stempelset deiner eigenen Wahl aus einem der aktuellen Kataloge. Also entweder aus dem Mini-Katalog oder aber eben aus dem Jahreskatalog. Ganze Menge extra dabei. Überleg es dir, vielleicht möchtest du bei Stampin' Up! Einsteigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne dich an mich wenden. Ich bin da für alle Fragen offen und kann dir da so gut es geht zur Seite stehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt legen wir los mit meinem ersten Projekt. Mein erstes Projekt ist diese Karte. Ich habe mich dafür entschieden, das das Celebration Set von uns allen als erstes zu benutzen und dann auch immer der Broschüre nachzugehen. Ich habe hier Aquarellpapier genommen. Und habe dann das Ganze so ein bisschen ausgemalt, aber auch eher grob
und habe mir überlegt, ich möchte so eine süße, einfache Karte haben, die eigentlich eben genau das sagt von uns allen und nicht nur von einem. Und ein herzliches Glückwunsch kann man da ja meiner Meinung nach noch super reinpacken. Vielleicht mache ich das auch noch, ne? Dass ich da das zum Geburtstag viel Glück und Freude reinstempel. Finde ich, das ist eine gute Idee. Wir legen einfach los. Ich habe als Grundkarte meine typische Form, die ich ja normalerweise so nutze, habe ich diesmal umgewandelt und nutze ich so. Wir haben also ein Papier 10,5 mal 14,8. Dann habe ich passend dazu bereits vorbereitet und geschnitten einmal Aquamarinpapier und einmal das Aquarellpapier. Das ist das Fluid 100, das es bei uns bei Stampin' Up! Momentan gibt. Und damit ich jetzt nicht lüge in der Maßeinteilung, schaue ich nochmal schnell nach. Also ich meine, es sind 7,7 mal 12,7. Genau, also es sind 7,7 mal 12,7 von dem Aquarellpapier und 13,2 mal 8,2 von dem Papier in Aquamarin, sodass man das schön darunter legen kann und es im Grunde 5 mm größer ist. So. Geschnitten habe ich das Ganze schon, das heißt, das muss ich also nicht mehr machen. Ich lege direkt los und fange damit an, dass ich diese süßen kleinen Kärtchen stempel. Dafür benötige ich mein Stempelkissen in Saharasand, dann natürlich den passenden Stempel. So. Dann habe ich eigentlich eine Schablone, die suche ich gerade. Da ist sie. Also das ist meine Maskierfolie, wie auch immer. Also es ist einfach nur von einem Stück Papier ausgeschnitten. Und dann legen wir einfach los. Ich nutze Saharasand. Stempel einmal ganz normal vorne weg. Und dann nutze ich ab jetzt immer die Folie beziehungsweise einfach den ja, Zettel letztlich und stempel drumherum. Gehen wir mal hier rüber. Da muss man ehrlich gesagt auch gar nicht so perfekt sein. Also es reicht vollkommen, dass ihr da nur so ein bisschen drauf achtet, dass ihr nicht über irgendwas drüber kommt. Und wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, mir fehlt da noch ein Stück, dann nehmt ihr einfach noch ein Stück Papier und guckt, dass ihr hier die restlichen Figuren auch so ein bisschen zudeckt. Und dann reicht das meistens schon. So. Und dann stempeln wir noch mal hier hin. So. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich habe jetzt einmal alle durchgestempelt. Und jetzt brauchen wir letztlich dieselbe Farbe. Drücken dafür einmal feste in das Stempelkissen. Dann seht ihr, dass da ein bisschen Farbe drauf ist. Jetzt brauchen wir unseren Wassertankpinsel. Und dafür hole ich euch jetzt ein bisschen näher dran. Damit ihr das etwas besser sehen könnt. Und lasst das Ganze im Zeitraffer durchlaufen, denn besonders interessant ist das nicht. Also ich male hier wirklich nur einmal wild drauf los. Bin dabei aber natürlich ein bisschen vorsichtig und nehme nicht zu viel Wasser. Denn ich habe ganz normal mit Wasserfarbe, also mit der normalen Stempelkissenfarbe gestempelt. Bedeutet, das ist jetzt nicht wasserfest und würde sich sonst gegebenenfalls auflösen.
Und das wollen wir ja nicht. Deswegen mache ich hier wirklich nur ganz grob, immer mit ein bisschen Wasser. So, das reicht eigentlich schon für die Erdmännchen. Und jetzt machen wir den Pinsel einmal so in der Hand sauber. Und dann nehmen wir jetzt Aquamarin. Für die obere nennen wir es Himmelsseite. Und gehen hier einfach, aber mit viel Wasser, in die obere Fläche und färben das ein wenig ein. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum mit viel Wasser, ich möchte die Farbe wirklich nur ganz seicht da haben, deswegen das viele Wasser, damit es weniger dunkel ist. Ach, entschuldigt, ich habe euch wieder nicht, weil ihr ja noch ein bisschen weg seid. Das tut mir leid. So, jetzt seht ihr es aber. Zoome euch mal wieder ein bisschen raus, dann ist das, glaube ich, besser. Dann seht ihr nicht wieder nur nichts. So, jetzt gehe ich hier noch ein bisschen in die Zwischenkanten rein, wo ich sehe, dass da noch was weiß ist. Und dann reicht das schon. Und zwar, falls ihr euch jetzt wundert, hä, warum ist das denn nur so Larifari ausgemalt, dann liegt das daran, dass ich hier mit der Prägeform gearbeitet habe und das deswegen eh nicht so stark ausmalen muss, denn das verändert sich gleich durch die Prägeform noch ein wenig. Wir lassen das jetzt aber erstmal einen kurzen Moment trocknen, denn sonst ist das mit dem Prägen ein bisschen schwierig. Ich zeige euch aber, was wir jetzt noch brauchen. Wir haben zusätzlich aus Transparentfolie einmal diese schöne Stanzform ausgestanzt. Ist aus der Stanzform, ich glaube, herzlich bestickt heißt sie oder so herzlich bestickt. Die benötigen wir. Wir brauchen außerdem jetzt den Stempel für den Spruch und das können wir schon mal machen. Dafür nehme ich ein Stück Sahara-Sand. Und nimm die neue Stazz-On-Farbe in dem Sable Brown. Das ist eigentlich eine recht schöne Farbe, finde ich. Und deswegen nehmen wir die jetzt auch. So. Dann nehmen wir unsere Schere. Ist ein bisschen, ich guck mal, ein bisschen schief gestempelt, dass wir das jetzt hier gerade kriegen. So. Na, geh schon weg. Das sieht doch relativ gerade aus. So, dann haben wir das auch schon mal fertig. Als Strassschmuck nehmen wir den Basisstrassschmuck in Champagner. Und jetzt haben wir soweit alles fertig, bis auf das Prägen. Das machen wir jetzt einmal. Ich hole einmal meine Big Shot.
So. Als Prägeform habe ich mir die Strandmatte genommen. Die ist auch neu und findet ihr bei den tropischen Träumen. So. Vielleicht habt ihr mit den neuen Prägeformen auch Schwierigkeiten, euer Sandwich aufzubauen. Und ich gebe zu, ich habe die neue 3D-Prägeplatte nicht. Deswegen zeige ich euch einfach mal, wie ich meins aufbaue und wie es meiner Meinung nach gut funktioniert. Ich nehme meine alte Form, also die Standardform, gehe hier auf 1, lege dann einmal die graue Matte und einmal die blaue Matte unter. Die gab es irgendwann mal als so einem Dreier-Set für besonders gutes Ausstanzen oder so. Das funktioniert aber ganz gut als Unterlage. Und dann lege ich nur eine Acrylplatte drauf. Und dann habe ich genau den richtigen Druck, meiner Meinung nach. Und habe hier ganz wunderbar die Prägung drin. So, dann kommt die Big Shot einmal wieder zur Seite. Und wir machen die Karte fertig. Unser Beispiel. Ich ziehe euch noch mal ein bisschen raus, damit ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Also, wir kleben erstmal die beiden zusammen. Auf der Rückseite sieht man übrigens auch ganz toll die Prägung, ne? Also finde ich klasse. Gut, wir kleben irgendwie wild drauf los, wie immer es euch gefällt, so ein bisschen schräg. Dann erneut der Kleber. Jetzt natürlich darauf achten, die richtige Seite an der Kante zu haben. Wir richten aus. So, dann brauche ich einmal die Stanzform, also das Pergament. Dann brauchen wir Glue Dot. Einen. So ziemlich in die Mitte. Dann gehen wir damit ein bisschen runter. Dann brauchen wir natürlich Dimensionals für den Spruch. Na, klebt was zusammen. So. Ein Mini-Dimensional links, ein Mini-Dimensional rechts. Dann kleben wir den Spruch hier drauf. Und dann fehlt uns nur noch der Strassschmuck. Da mache ich es dann einfach genauso wie bei meiner Beispielkarte. Ein großer, ein kleiner. Ein mittlerer darunter und noch ein kleiner darüber. Und fertig ist die Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch und ja, ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Ich würde mich freuen, wünsche euch für heute noch einen schönen Tag und sage bis bald. Tschüss!